der letzten Episode. Danke. Danke. Naja, da kommen die Punkte zusammen. Die Supermutanten werfen nicht so wirklich viele Punkte ab. Vertrocknen oder Ghoul? Junge, ist ganz schön trocken. Du brennst relativ gut. Gut, dann halt so. Jetzt leuchtet er noch mehr. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei Fallout 4 in Episode 89. Wir sind in dem Vault 88, den wir in der Folge 88 gefunden haben. Und ja, das ist nur ein Zufall. Das war tatsächlich nicht absichtlich. Dann nehmen wir die Camps mal mit. Ah ja, guck mal, das sieht doch nach Klebeband aus hier. Hm. Das braucht sie bestimmt nicht mehr. Das sehe ich auch so. Okay. Ja, wir hatten die Mission. Warte mal. Daten. Schalte den Funkleitstrahl von Vault 88 ein. Gott. Irgendwo da drüben. Was für ein großer Tag. Da hinten irgendwo. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. Geht ihr mal da schön in die Ecke. Sind wir nicht hier reingekommen? Was ist das denn? Minenarbeiterhelm, okay. Hier sieht es ja schön aus. Wo war das jetzt wieder? 16 Meter, das ist da unten. Genau, wir sollen den einschalten, weil damit können wir nämlich Siedler an... oder Leute anlocken, die wir dann für Experimente verwenden können. Das ist doch mal gut. Black Rim Glasses. Hm? Gott, erkunde Vault 88. Die Curie, ganz schick. Wir teilen uns die Kleidung von den Mechanisten. Begonnen. Aktuell, was aktiviert die Voltec-Werkstatt? Im östlichen, nördlichen und im nordöstlichen Sektor. Alles klar. Gut, dann, ich denke, wir müssen da auf jeden Fall, hier liegen viele Minenarbeiterhelme. Okay, eine Lötlampe, falls du brauchst. Ja, was war das? Nordöstlicher, nördlicher und östlicher. Genau, das ist der nordöstliche. Ja, die haben wir alle schon auseinandergenommen. Die haben da ein bisschen herumgeleuchtet. Was ist das denn für eine Kugel? Es muss doch etwas Nützliches in diesem Vault geben. Wir müssen es nur finden. Ja, so sieht's aus. Wie sieht das hier hinten aus? Ah, hier gibt's zwei. Datenstrom ist schwer zu verarbeiten. Bitte entschuldige, wenn das, was ich sage, nicht immer Sinn ergibt. Ja, ja. Okay. Ja, komm. Hopp, rüber. Ja, warte mal. Wenn man hier steht, da drüben ist der östliche Sektor und da ist der nordöstliche Sektor. So, das Ding ist ja lustigerweise hier tatsächlich aufräumbar, lustigerweise. Können Sie die ganze Eisenbahnschienen wegnehmen? Ja, das macht es dann schon einfacher. Selbst diese Superreaktor, was kriegst du da? Stahl, nukleares Material, Gummi, Keramik, Kupfer und Aluminium. Sehr schön. Gut. Da wollen wir hin. Oh nein. Können wir das noch auseinandernehmen? Können wir nicht. Werkstattmodus verlassen. Alles klar. Ich will gerade mal schauen, was wir jetzt eigentlich für Waffen alles dabei haben. Halt Inventar natürlich. Ach, Dönum. Also ja, ich habe vom Kenny wieder tonnenweise Tipps bekommen. Ich habe mir da vieles notiert. Da müssen wir mal gucken, was wir das brauchen. Wir haben eine 556er, eine 45er. Combat Rifle. Auf was steht die denn? Auf was für eine Zahl? Genau. Das ist dann, ne, warte mal, F war Favorit. Achso. Genau, das ist unsere 10mm Pistole. Das ist unser 308er Gewehr. Ein tollen Aufsatz. Dann haben wir die 45er auf der 4. Die 556 auf der 5. Und auf der 6 haben wir nichts, weil es keine... Gut, dann nehmen wir uns mal sicherheitshalber einen Stimmpack. Ja, okay, das ist... Bleibt mal da, darauf. Okay, die obere auch. Die obere auch. Hi. Hey, Junge.
Kann man in Ruhe, ja, gerne. Kann man in Ruhe hier nachladen. Habt ihr es gehört? Warum ich? Ich stehe doch hier nur. Noch mehr Klebeband. Nett. Ach, das ist ein Sammelgegenstand, so ein Questgegenstand. Vault-Tec-Kontrollbord, östlicher Sektor. Gibt es Skorpione, echt? Gut, dann dauern wir mal das... Wie bitte, was? Ah! Die kommen eigentlich aus dem Boot, aber dann auch wieder nicht. Was ist ja der Hammer. Das kann man aber nicht entgegennehmen. Aber wir können das zumindest... die Pilze mitnehmen. Ja, geh mal lieber nicht hin. Schön rot, deine Axt. Okay, weiter kommen wir hier nicht. Auf der Seite zumindest. Gefahr, echt? Von was? Ist doch gar nichts da. Ah ja, okay. Hallo, darf ich bitte da ran? Wir brauchen doch die Eier. Na, eigentlich nicht. Hi. Hi, Meierle. Guck mal, wie offen er ist. Oh. Gott. Da macht er sich schnell klein. Tja. Zu spät, Junge. Oh, geil. Der Rest für euch. Naja, Junge. Ja. Das kann man so sagen. Was hat der denn? Eine U-Bahn-Marke, echt. Guck mal, wie gelb wir sind. Die Ader ist auch ganz gelb. Da leuchtet sie. Seid ihr blind oder was? Geschossen, genau. Danke. So. Abgeschlossen. Hilft der Aufseherin bei der Befragung der Kandidaten. Sekunde, den hat man ja auseinandergenommen. Hier ist nur noch ein Häufchen Asche übrig. Shotgun Shell Queen Meyerlock Meat. Hm? Ja, das, was sie mit der Rüstung auch macht, das weiß man nicht. Aha. So, wir bleiben mal lieber. Ah ja, eine Lötlampe. Noch mehr Klebeband. Ja, was über die. Ach so, da sollen wir was anbringen, genau. Ja, okay. Abgeschlossen. Ja, schön die Waffen raus. Ist hier sonst noch mehr oder war es das in dem Sektor? Halt. Ah, das sieht nicht sehr interessant aus da hinten. Dann gehen wir wieder zurück. Echt, das ist alles. In dem Sektor zumindest, im östlichen. Guck mal, leuchtet noch. So. Den kannst du nicht auseinandernehmen, echt. Superreaktor-Plattform.
Alles schön einsammeln hier. Die Verkehrskegel. Das Sicherheitshinweisschild. Aus Stahl. Das war der östliche Sektor. Das ist der nordöstliche Sektor. Okay. Da haben wir ihn freigelegt. Gut. Was haben wir denn hier noch? Haufen Kartons. Ah. Alles auseinandergenommen, echt. Oh, so viel freie Fläche hier. Ein Aluminiumkanister, sehr schön. Ah, das kann man erstmal stehen lassen. Nein, lass es mal. So. Da ist auch die Lampe weg. Du kannst die ganzen Wohngewerken auseinandernehmen, echt. Viele Jahre unbeschädigt zu überstehen. Das nenne ich Glück. Ja, das ist echt Glück. Na, guck mal, unser Glück. So, wo ist denn die Werkbank? War nicht irgendwo eine Werkbank? Ist sie das oder was? Nö. Was hier hinten? Noch ein Sektor. Achso, das ist der nördliche Sektor, alles klar. Wo war jetzt die Werkbank hier? Atriumsäule. Ne, lass das mal. Ja, bauen wir ihn mal zurück. Das kannst du nicht auseinandernehmen, echt. Schade. Ne, das Baulicht lässt du mal stehen, aber den Rest kannst du wegnehmen, genau. Was ist hier hinten? Viel Platz auf jeden Fall. Da steht noch eine Batterie, sehr schön. Ja, was ist das denn? Bahngleise, ne, die Bahngleise bleibt mal bestehen. So. Jetzt kann man hier rumlaufen. Schön hängt es in der Luft. Was? Ja, okay. Hinter dir. Warum kann ich das nicht auseinandernehmen? Roboterwerkbank, echt. Bauen mit. Ja. Ich suche die Werkbank. Oh ja. Warte mal. Die war... Hier, ist es nicht hier die Werkbank? Genau. Achso, ich sollte vielleicht nicht zu viel reinlagern hier, weil wir haben ja keine Connection hier sozusagen. Hey. Hey. Warte einen Augenblick, dann können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Sarkastisch. Wir sind von der reformierten Raider-Partei. Also können wir im November auf deine Stimme zählen? Was? Was auch immer hier abgeht, ich behalte euch im Auge. Ja, tut mir leid wegen des Humors meines Partners. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Wir machen natürlich wieder sarkastisch. Ist ein Lebenslauf schon zu viel verlangt?
Selbst ein Begleitschreiben wäre schon okay. Das würde den Vorgang beschleunigen. Also, der Nächste. Hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen, ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern. Aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Na ja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Versuche nicht, uns so abzuziehen. Wenn du dran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Schade. Wieso bist du hier? Wieso bist du hier? Bin nur hier unten, um etwas zu helfen, ja? Ich will tun, was nötig ist, um zu helfen. Lass ihn hier bleiben. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben, aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Wieso nicht er? Nur Interesse halber. Wieso kommt er nicht in Frage? Ein Lügner würde keine verwertbaren Antworten geben, aber die brauchen wir von einem Testsubjekt. Nein, er wäre völlig ungeeignet. Nächstes Gespräch. Lass uns das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Clem. Ah, ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Du bist ein Idiot. Super. Noch ein Idiot. Ich bin nicht dumm. Ich will nur unbedingt hier leben. Bitte, gib mir eine Chance. Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemocht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark. Wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Andere Eigenschaften. Es gab doch sicher noch andere Eigenschaften, die du an ihr mochtest. Naja, ganz egal, wie schlimm es wurde. Sie hat immer zuerst für uns Kinder gesorgt. Sie hat auch bis zum Ende gekämpft. Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja, ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen.
Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Begonnen, Energie. Statt der Kleid mit einem Vault-Anzug aus. Mhm. Das haben wir schon genommen, okay. Ein perfekter Bürger. Oh, es hat uns ein Level gebracht. Wo ist das 18 Meter in die Richtung, echt? Das heißt, also in der blauen Kiste, ja. Vault 8 Job. Ein Pip-Boy. 10 Pip-Boys, echt? Oh, guck mal. Sogar ein Druckmuster. So. Hey, Junge. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Wortbewohner. Halt. Hast du jetzt was gegeben, oder was? Ja, natürlich. Das nehmen wir uns gerade wieder. So. Oder war das überhaupt nicht unseres oder was auch immer? Ja, ein, glaube ich, reicht. Und das da? Gut. Ausrüsten. So. Manche Leute beschweren sich, aber nicht ich. Ich bin froh, hier zu sein. So, dann besprechen wir jetzt mit dieser bekloppten Aufseherin. Ich bin mal gespannt, was die vorhat. Hallo. Unsere ersten Vault-Bewohner. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Vault-Tec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Training ist egoistisch. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes. Auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Vaults in Anspruch nehmen. Nein, Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. Deine Begründung ist absurd. Oh, deine Begründung ist total unlogisch. Wenn du so überzeugt bist, dass Training gut ist, dann verbessere das Powerrad doch. Machen wir weiter. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Aufseher? Ach, Clem. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Bau das Powerrad 1000. Gut, Platz haben wir auf jeden Fall. Das soll das kleinste Problem sein. Spezial. Power... Bitte was? Wow. Wir sollen es an ein Terminal anschließen, echt? An das Terminal wahrscheinlich. Dann ja, komm mal, da gehen wir ein Stück weg. So, nur. Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad und lege die... Okay. Kann ich das irgendwie hier anfinden? Was für ein Terminal überhaupt? Was für ein Terminal? Ja. Wie soll ich das da anschließen? Welches Terminal überhaupt? Das ist nicht... Wahrscheinlich irgendwas unter Elektrik oder Energie. Nee, Energie nicht. Schutz. Ja, doch, wahrscheinlich dann doch Energie. Generatoren, Stecker, Schalterleitung, Licht, sonstiges. Terminal, ah ja. Leuchtkasten. Okay. Dann stellen wir das Terminal sozusagen so davor. Hm. Okay. So, nur benötigt Energie, alles klar. Ja, das, warte mal, gib mir das mal. Dann müssen wir das eher doch rückwärts stellen, weil sonst strampelt der Junge ja übers Kabel. Und jetzt braucht das Ding noch Strom, okay?
dann Generator. Weil hier drin ist die Luft eh zu gut. So, das bauen wir dann irgendwie gerade so hin. So, nur. Benötigt was? Person, okay. Ja, okay. Oder? Was fehlt jetzt noch? Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad. Lege die Parameter des Experiments fest. Achso. Powerrad-Experiment. Zusätzliche Energie erzeugen, Anreize für längere Benutzung, Umgebungsoptimierung, Notizen von Dr. Braun. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderische, körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem FGF und E-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Projekt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Vault-Tec voranzutreiben? Umgebungsoptimierung. Eigentum von Vault-Tec, geheimer Powerrad 1000 Prototyp. Parameter Umgebungsoptimierung festlegen. Forschungsaufzeichen, Parameter übernehmen, andere Parameter wählen. Forschungsaufzeichen. Das Team von Dr. Riley hat trotz Bedenken mit seinen Tests eine vollkommen andere Richtung eingeschlagen. Riley ging davon aus, dass die Produktivität erhöht werden könnte, wenn das Powerrad 1000 mit einem positiven Naturfeedback assoziiert würde. Durch die Verwendung ätherischer Duftöle, beispielsweise Lavendel und Orange, konnte der Powerrad-Prototyp einen starken Ersteindruck hervorrufen. Der sanfte Klang von Wellen am Strand mit einer Lautstärke unterhalb der Hörschwelle wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Energieerzeugung bei diesem Experiment war ein absoluter Fehlschlag. Ich glaube nicht, dass Ted trainiert, Dr. Braun. Andere Parameter wählen. Ach so. Anreiz für längere Benutzung. Forschungsaufzeichnung. Im Rahmen vieler Durchläufe haben wir bei einigen Versuchspersonen einen körperlichen Widerstand gegen Powerrad-Tests festgestellt. Der Einsatz von Zwang oder physischem Druck zur Durchführung könnte sich in Walls mit geringer Anzahl an Sicherheitspersonal als problematisch erweisen. Nach heimlicher Injektion von Buff-Out in geringen Dosen kann die Versuchsperson nicht nur länger und schneller an die Pedale treten, sondern assoziiert irgendwann auch die narkotischen Effekte mit dieser Aktivität. Im Labor haben wir dies nur einmal getestet. Nachdem die Versuchsperson 43 Stunden ununterbrochen gefahren ist, erlitt sie einen Herzstillstand. Ich würde empfehlen, die Dosis für das eigentliche Experiment zu verringern. Okay. Das heißt, ein Parameter übernehmen. Okay. Glasklemm eine Stunde lang Radfahren. Hör dann. Herr Junge. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Das stimmt gar nicht. Ich freue mich so, hier zu sein. Das gefällt Ihnen alles nicht echt. Gut. Wir haben ja eh noch anderes zu tun. Aktiviere die Vault-Tec-Werkstatt. Ja, genau. Machen wir da mal weiter. So. Das geht jetzt hier runter, echt? Gut. Maulwurfsrattenbrutmutter. Mhm. Ah ja, die sind da oben raus. Die kommen instant, echt? Ja. Wo? Bisschen Werkzeug. Hier ist angeblich nichts. Naja. Siehst du da unten was? Wahrscheinlich nicht. Okay. Geht denn das hier hoch? Achso, du bist einfach hier oben. Ja, naja. Verfolgt, meinst du, Junge? Weiß ich ja nicht. Hier irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Da kommst du hier irgendwie durch? Hervorragend. Ja, was ist das denn? Tja, was immer das auch ist.
Noch ein Railway, eine Fragmentationsmine und eine Schreibmaschine. Das sind alles Dinge, die sehr gut zusammenpassen. Yum Yum Deviled Eggs, ein Rätrautschmied, okay. Naja, den Bugle brauche ich jetzt nicht wirklich. Tja, Junge. Rival Blood Sample, okay. Haben wir wieder gefunden. Na ja, gut. Für was auch immer wir die brauchen. Gibt es auf jeden Fall wieder schöne Strahlung. Sprich mit Clem. Huch, da wackelt's. Ich sollte mal zwischenspeichern. Hab ich schon Ewigkeit nicht mehr gespeichert. Ah, hier gibt es noch mehr Strahlung. Die hat sogar geleuchtet. Okay. Da ist wieder eine gelbe Kiste. Ein Wecker. Was ist denn hier hin? Antifreeze, okay. Das zum Auftauen. Das ist wieder das... Ja, wir haben das Quest-Item gefunden. Okay. Weiter hoch. Hi. Cotsworth. Kommt ganz woanders her. Oh. Mhm. Irgendwas zuppelt hier noch anscheinend. Wir sind es aber nicht. Da oben geht's weiter und wo kann man da drüben lang? Das war irgendwo so ein Weg. Das sieht jetzt nicht aus, als hätte das irgendeine besondere Bedeutung. Ja, Stimmpacks kann man immer gebrauchen. Was ist das eigentlich? Nichts. Nein, gib mir mal das Futter. Klebeband. Ein Malpinsel. Gott. Wie bitte was? Soll ich jetzt hier durchkommen? Das ist ja in Flammen schießen. Ja, das geht natürlich auch. Ja, okay. Wir können hier das nicht abbauen, einfach so. Es wird doch hier unten lang. Nee. Jetzt sind wir hier oben. Sind wir da nicht reingekommen? Da oben drauf auch liegt. Achso. Das ist zerbrochenes Glas. Kippen und ein Safe, der offen ist, echt. Ist ja lustig. So, das ist auch offen. Ja, und einer auch, Cotsworth. Komm mal her. Hey. Ja, Ada, kannst du mal aus dem Weg gehen? Na klar. Gott. Cotsworth ist voll. Ada? Hier bitte, Mann. Danke. Hey, willst du etwas? Nein, das bringt mir nichts. Tja, wo geht's jetzt weiter? Sind wir nicht hierher gekommen? Ein Marmorblock. Nee, sind wir? Sind wir das? Ach, da ist es. Ah, okay, alles klar. Das funktioniert ohne eine Steuertafel nicht. Aha. Können wir nicht den Marmorblock noch mitnehmen? Der wiegt null.
Die Vault-Truhe ist leer, okay. Geht's jetzt hier wieder lang? Ja, aber diese Riesenmaschinen, aber nirgendwo wirklich echte. Naja, wunderschön. Ja, noch. Wenn ich mir so das Rad angucke, nicht unbedingt. Ich nehme das einfach alles mit. Ach, hier ist ein Bahnhof, echt. Gut, das war definitiv keine 47% Chance. Ja, ich sehe nichts. Halt. Dann mach halt hier. Hallo, ich würde hier gern weg. Könnt ihr mir mal helfen, Leute? Das ist ja schön. Okay. Einmal right away und dann halt Stimmpack hinterher. Also, die hatten hier mit so einem leuchtenden Idioten zu tun, okay? Das erklärt einiges. Ach ja, hier ist die andere Schalttafel. Na, also. Die Vault-Truhe ist auch leer. Ja, es ist reichlich Rad hier. Ah ja. Hallo. Hey, lass mich mal. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Gut. Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht lang, aber dann gehen wir halt hier lang. Huch, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ja, ich gehe da mal. Hallo. Jetzt wieder rennen. Guck mal. Naja, danke. Wo ist eigentlich der blaue Kollege? Sniper Rifle of the Relentless. Füllt deinen Aktionspunkt beim kritischen Treffer wieder auf. Gut. Sind wir wieder zu schwer? Hey, du brauchst etwas, oder? Ja. Das habe ich alles dabei. Du bist auch voll. Ah, da. Kannst du jetzt mal was nehmen? Gott, besser. Eine legendäre Brutmutter. Okay. Da hat man echt das Gefühl, man läuft hier im Wolf. Im Kreis. Hm? Guck mal da hinten. Bin ich schon durch oder was? Noch eine Batterie. Oh, das ist sehr erfreulich. Okay. Wo war denn jetzt das andere Gerät? Angeblich hinter uns, echt. Wir kommen hier wieder zurück. Ja, ist was kaputt gegangen. Gott. Hat gut funktioniert. Warte mal, wir waren da hinten drin, genau. Hoch.
Hier leuchtet's noch. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Naja, das Interessante wird man dann noch sehen. So, hier sind wir ja jetzt im Prinzip schon durch. Dann lass uns den Rundweg einfach nochmal nehmen. Dann müsste man ja eigentlich auf die Werkstätten stoßen. Wenn man andersrum gelaufen wäre, hätte es besser funktioniert. Aber das weiß man halt erst hinterher. Da waren wir schon dran. So. Das ist auch leer. Ja, ich mache ich ja auch. Ich gehe die ganze Zeit weiter. Das ist kein Problem. Ah. Einfach nochmal weitergehen. Die kommen gar nicht hinterher, die anderen. Das haben wir gar nicht mitgenommen. Da unten ist die eine, genau. Nordostsektor. Gott, nein. Okay. Da kommt sie wieder angewetzt, die Curie. Okay, dann lass uns noch den anderen finden. Der sollte direkt da vorne sein. Da. Gut. Abgeschlossen. Was heißt das jetzt? Achso, die ist damit abgeschlossen, die Mission. Okay, alles klar. Hätte man das. So, da müssen wir wieder zurück. Ja, wunderschön. Ah, da kommt man nicht weiter, okay. Genau, hier kamen die Ghule alle auf einen zu. Kleines Labyrinth. So. Ein Hauch von Strahlung. Das ist immer noch nicht das Ende. Ah ja. Hier hinten irgendwas? Nö. Okay, ja, ich glaube, jetzt kommen wir von da zu da vorne wieder rein. Okay, Leute, dann machen wir es so. In der nächsten Folge, wir müssen mal schauen, wieso das Zeug da vorne rumraucht. Sprich mit Clem. Gott, das gefällt übrigens weder Cotsworth noch Curie. Also ich denke, wir werden hier auch nicht sehr lange bleiben. Ist auf jeden Fall die Mission mal abgeschlossen. Und ansonsten gehen wir wieder raus und machen andere Dinge. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.